Hi, ich bin Ines und ich bin heute bei der Plattenkiste von Arte Trax. Da geht mein Herz auf. Robbie Williams. Also ich bin schon sehr, sehr lange, seitdem ich 13 bin, Robbie Williams Fan. Und ja, ich wollte immer meinen speziellen Moment mit Robbie Williams haben. Und dann habe ich bei einem Konzert, bin ich spontan auf die Idee gekommen, ein Plakat hochzuhalten, dass ich draufschreiben könnte, Robbie, please sign my small tits. Hat er gemacht. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht mal, für welchen Song ich mich jetzt hier entscheiden müsste, weil da sind so viele gute Songs drauf. So, wenn das jetzt hier nicht komplett eskaliert, dann weiß ich auch nicht. Leute, ich will euch alle tanzen sehen. Gut, nächste Platte, Snoop Dogg. Snoop Dogg habe ich mal kennengelernt. Oberhausen gab es eine Party, ich komme gebürtig aus dem Ruhrpott. Und bevor ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich dann gesagt, so ja, ich arbeite hier bald für einen Radiosender, ich würde gerne ein Interview mit Snoop Dogg machen. Meinte der Partyveranstalter, ist gar kein Problem, kannst auf jeden Fall ein Interview mit dem machen. Ja, das Interview war dann in der Halle, richtig riesig, der irgendwo in der VIP-Area. Ich bin da hingekommen und habe mich dann da vorgestellt. Ich sag mal so, der war auch nicht interessiert an dem Interview. Der hat geflirtet mit mir und ehrlich gesagt denke ich mir so, schade. Ich hätte mir damals einfach den Flirt mit Snoop Dogg, da hätte ich auch mal sagen können, ja gut, dann flirte ich ein bisschen mit Snoop Dogg. Ich war aber super professionell, war die ganze Zeit, Mr. Dogg, I want to do the interview right now. Not here with the flirting und sowas halt. Ja, bin ohne Interview, aber mit einer kurzen Begegnung mit Snoop Dogg, der überraschenderweise komplett bekifft war. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dog, funky as the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip. Ich wusste gar nicht, dass die mal so ausgesehen hat. Ist das ein deutsches Album? Das ist echt krass, weil also meine Familie kommt ja aus Polen, aber wir haben schon immer Deutsch zu Hause gesprochen, weswegen ich leider sehr schlecht, dass ich bis gar kein Polnisch spreche. Meine Eltern, also die haben es gut mit mir gemeint und wollten halt, dass ich gutes Deutsch spreche, damit ich es in der Schule einfacher habe, damit ich nicht so das Ausländerkind bin. Ja, aber Marila Rodovic, ich weiß, dass es gab immer so eine Videokassette, die ist aus Polen mitgekommen, die wurde überspielt von einem Auftritt von mehreren polnischen Sängern und Sängerinnen und unter anderem war sie auch mit auf der Bühne und hat so einen Song gesungen, der heißt Hey Sokoły, glaube ich. Also den kann ich auch so einfach mitsingen, aber ich weiß nicht, worum es geht in dem Song, weil das ist dann genau dieses Polnische, wo ich, keine Ahnung, kann irgendwie so mir ungefähr vorstellen, wie Sachen ausgesprochen werden, aber ich verstehe dann nicht alles und ich war jetzt total überrascht, dass da deutsche Songs drauf sind, weil ich kenne ehrlich gesagt sie wirklich nur als polnische Sängerin und dann würde ich mal sagen, hören wir uns einfach mal an, der Teufel sitzt vorm Paradies oder wie man im Polnischen sagt, Diabeł i raj, hoffe ich. Lustig lässt sich's im Paradies leben, Liebeslieder und Spiele im Mondschein. Darum träumen wir Schönen von Hochzeit, denn wir lassen uns gerne verwöhnen.
glaube, sie hat genauso viel von dem Text verstanden wie ich, wenn sie polnische Songs gesungen hat. Also, der Teufel sitzt vorm Paradies, absoluter Banger auf jeder polnischen Party. Also, sorry, aber man ist nie in Polen gewesen, wenn man den Song nicht kennt. Oh. Billie Eilish. Wer liebt sie nicht? Sorry, aber wer findet denn bitte diese Frau nicht unfassbar toll? Happier than ever. Also diese Frau und ihr Bruder machen Musik für die Ewigkeit. Ich habe das rauf und runter gehört. Die hat mich auch durch einige düstere Zeiten begleitet. Ich habe das so gefühlt. Nee. To tell me what to do. Es klingt so, als ob es dafür gemacht ist, der Song für so Plattenspieler. Do you read my interviews or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? Ich habe so ganz starke Bilder, bestimmte Personen zu den Abschnitten. Ich finde, dieses Lied ist wie so, so poesiemäßig irgendwie. Und ich fühle sehr viele Aussagen. Ich fand das so krass, als ich diesen Song gehört habe, ich gedacht habe, ja, genau das. Also ich wünschte, ich könnte auch Musik machen und so meine ganzen, ich sag mal, diese ganzen schweren Themen in 3 Minuten packen. Und dass Leute das hören und dann sich irgendwie besser fühlen oder dass sie daraus Kraft schöpfen. Kann ich aber leider nicht. Ich dachte immer so, nein, ich bin die Starke, ich bin die, der man nicht ansieht, wenn es mir schlecht geht. Ich muss immer hier lächeln und irgendwie immer performen. Probleme gibt's, aber nicht bei mir. Und ich habe mich dann aber in einer Podcast-Folge halt genau intim und verletzlich gezeigt. Und man muss wirklich auch selber mit seiner eigenen Psyche aufpassen, wie viel kann man leisten. Weil ich habe auch in der Vergangenheit definitiv Sachen getan, die ich eigentlich gar nicht leisten konnte, aber ich wollte unbedingt. Und wenn ich auch nur ein paar Leuten helfen konnte, dann hat sich das dafür gelohnt. Jetzt versuche ich das irgendwie mit der Comedy zu verbinden. Ich glaube, mein Comedy-Programm ist definitiv nicht dieses typische Comedy-Programm. Es ist so ein Mix aus all dem. Ja, ist auch nicht immer unbedingt nur leicht. Haben sich auch schon Leute beschwert, die gesagt haben, warum redet ihr über ernste Themen? Ich wollte einfach nur kommen und lachen. Sorry, Hans-Jürgen. Oh Gott, wie soll man sich denn da entscheiden? Ich werde jetzt die zwei härtesten Konkurrentinnen. Werde ich jetzt noch aussuchen. Christina Aguilera. Stripped. Habe ich mir damals gekauft. Boah, das habe ich gelebt. Also ich wollte Christina Aguilera sein. Kam ja auch mit Dirty. Ich glaube, das war der erste Song. Also im Soundgarden in Duisburg, da kann ich dir aber sagen, da war ich Christina Aguilera, wenn der Song lief. Ich habe mir auch so eine Hose gekauft von Pimki oder Colosseum, ganz billig. Ja, ganz tief oben wurde noch abgeschnitten und es war wirklich hier so, das war auch, das hat das Nötigste irgendwie gerade abgedeckt. Ja, aber ich sag dir, das ist vielleicht jetzt wieder modern, aber damals in Duisburg, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das war ein Problem mit dieser Hose. Ich habe Schande über meine Familie gebracht, sag ich mal so. Aber ich glaube auch, Christina Aguilera hat sich so ein bisschen freigesungen da, weil sie ja auch irgendwie so sehr in ein Image gepresst wurde, was sie, glaube ich, nicht so sein wollte. Und ich hatte das Gefühl, es war so, dieses Album war so ein Befreiungsschlag für sie. Und ich fühle das. Für mich auch. Ich hab sehr viele Röcke von Stoff befreit. Mit einer Schere. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das einmal cool mache, aber nö. So.
Dirty. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweating till my clothes come off. It's as close as speakers are comfortable. I'm still jumping 6 in the morning. Table dancing, glasses of pressure. No questions, time for some action. Ich habe jetzt, die Kinderversion davon gemacht, aber boah, also ich weiß nicht, ob es irgendwann mal eine Zeit geben wird, wo ich den Song sage, nö, fühle ich nicht mehr. Ich glaube wirklich, wenn ich eine Oma bin, ne, so richtig hier nur noch 3 Zähne im Mund, ey, ich werde auf jeden Fall, wenn der Song kommt, bin ich still dirty. So, und jetzt Clash of the Titanen. Britney Spears, Baby One More Time. Diese Frau hat damals mein Leben verändert. Jetzt fragt man sich, wie? Ja, ich habe weiterhin in Duisburg gelebt und es hat sich nichts an meinem Alltag verändert, außer dass ich glaube, man könnte sagen, ich war abhängig. Sie ist auf jeden Fall meine Heldin gewesen. Ich habe hab immer gesagt, ich möchte zweimal im Leben heiraten. Einmal so eine, sag mal, stinknormale Hochzeit und einmal möchte ich in Vegas heiraten. Und ich habe gesagt, ich möchte vor 30 heiraten. Und ich bin mit 29 damals mit meiner Freundin Layla nach Las Vegas geflogen. Da sind wir zum Britney Spears Konzert gegangen. Und am nächsten Tag habe ich vor Elvis geheiratet. Eine Gummipuppe. Jacqueline. Wir sind nicht mehr zusammen. Aber ich sag mal so, war ein geiler Geburtstag. Was hören wir uns an? Ja, hier. Die 2. Gott. Wie süß ist diese Platte, bitte. Oh mein Gott. So, seid ihr bereit? Ich habe eine Zeit lang auch mal aufgelegt. Schlecht, aber habe ich gemacht. Und das war irgendwie so ein bisschen ein Traum, so DJ Heinz mit diesem Partywagen zu werden, dass ich immer mit so einem Mikrofon so jeden Song ansage. Also Leute, jetzt, wenn ihr noch nicht komplett ausgerastet seid, dann ist jetzt der Moment, wo ihr noch mal richtig alles geben könnt. Holt noch mal die Tanzschuhe raus, weil jetzt wird's crazy. Das war Plattenkiste bei Arte Tracks und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Nochmal? Für mich war das ja? Okay. Du, wenn du sagst, das war cool, dann tausch, ja.